zurück. In diesem Video möchten wir die ersten ZFC-Axiome kennenlernen. Dazu solltest du schon wissen, was die elementaren Mengenoperationen sind, Schnitt, Vereinigung, aber auch sowas wie die Potenzmenge. Das werden wir wieder brauchen. Zunächst einmal, was sind die ZFC-Axiome? Hier steht eine ganz lange Liste. Das sind alle die Axiome, die wir besprechen wollen in diesem und in den folgenden Videos. In diesem Video beschäftigen wir uns zunächst mit den ersten 5 Axiomen, also die leere Menge, Paarmengen, Vereinigung, Potenzmenge und Extensionalität. Bevor ich genau auf die einzelnen Axiome eingehe, möchte ich euch noch kurz sagen, wofür man Axiome überhaupt braucht oder was das ist. Also ein Axiom ist sozusagen einfach ein grundlegendes Konzept, eine grundlegende Annahme, auf der wir aufbauen wollen für alle weiteren Beweise und so weiter und so fort. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, im Begrüßungsvideo habe ich von der Menge gesprochen, aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten. Also R war die Menge aller R, sodass R kein Element von R ist. Das nannte sich Russells Paradoxon, deswegen heißt die Menge R. Wo ist das Problem dabei? Naja, wir können uns fragen, ob R ein Element dieser Menge R ist. Naja, wenn man das ausrechnet, was da passiert, dann ist es genau dann der Fall. R ist ein Element R von R, genau dann, wenn R kein Element von R ist. Also da bekommen wir direkt einen Widerspruch. Das heißt, dass dieses R kann keine Menge sein, was wir hier oben haben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Das heißt, wir müssen Axiome finden, die ausschließen, dass das da oben eine Menge ist, damit wir keine Widersprüche in unserer Mengenlehre bekommen. Okay, also starten wir einfach mal und schauen uns die Axiome Schritt für Schritt an. Das erste Axiom spricht über die leere Menge. Das sagt, es gibt eine Menge, die keine Elemente enthält. Und wir nennen diese Menge die leere Menge und bezeichnen die mit diesem Symbol, diese durchgestrichene 0. Das ist unser Symbol für die leere Menge. Man kann das auch so schreiben. Also die leere Menge ist auch das gleiche wie das da. Die Menge, wo nichts drin ist. Es hat sich nur herausgestellt, dass dieses hier einfach, wenn man mehr Mengen schreibt, ein bisschen schwieriger ist zu lesen. Das heißt, wir werden das immer so schreiben. Das ist für uns die leere Menge. Viel mehr gibt es auch eigentlich gar nicht zu sagen. Also das erste Axiom sagt uns einfach, es gibt eine Menge und das ist diese leere Menge. Okay, das nächste Axiom sagt uns dann, wie wir mit Hilfe von diesem ersten Axiom neue Mengen bauen können. Also wenn A und B Mengen sind, dann ist auch die Menge, die A und B enthält, eine Menge. Also mit dem, was wir vorhin gesehen haben, können wir dann zum Beispiel die Menge bilden. Ich meine eigentlich, was wir schreiben als die Menge, ja, wir kennen ja nur die leere Menge, also tun wir die da rein. Aber bei Mengen ist es so, dass die immer die Elemente eindeutig definiert sind. Das heißt, das ist das gleiche wie die Menge, die einfach nur die leere Menge enthält. Weil wir können nicht zweimal das gleiche Element hineintun, aber das ist eine andere Menge. Jetzt haben wir aber diese Menge, das heißt, wir können die wieder benutzen, um was zu bauen. Wir können jetzt das Axiom nochmal benutzen, jetzt können wir bilden die Menge mit der leeren Menge und der Menge mit der leeren Menge. Das ist wieder eine neue Menge. Ja, also diese Menge hier oben, die hat ein Element, diese hat schon zwei Elemente. Ja, also das sind tatsächlich zwei verschiedene Mengen. Ich schreibe das einfach mal dazu, also diese hier hat ein Element, diese hat zwei Elemente. Jetzt können wir das Spielchen weitertreiben, wir können noch mehr Mengen bilden, zum Beispiel eine Menge mit drei Elementen. Was tun wir da rein? Wir nehmen die beiden, die wir schon haben, die leere Menge, die Menge mit der leeren Menge. Und wir können zum Beispiel die Menge da vorne reintun. Die Menge mit der leeren Menge und der Menge mit der leeren Menge. Also das ist jetzt eine Menge, die hat drei Elemente. Und die einzelnen Elemente sind wieder Mengen und die sind dann so ein bisschen verschachtelt. Also das ist ein klassisches Beispiel, wie man mithilfe des Paarmengen-Axioms neue Mengen bilden kann. Ich meine, man kann natürlich sich kompliziertere Sachen anschauen. Man kann zum Beispiel anschauen die Menge, die Menge der natürlichen Zahlen hat und die Menge der reellen Zahlen, wenn wir schon wissen, dass das Mengen sind. Aber a priori mit unseren Axiomen sind das hier momentan die einzigen Mengen, die wir bilden können. Denn da wissen wir jetzt schon, dass das Mengen sind. Okay, das ist noch nicht besonders spannend. Wir schauen uns das nächste Axiom an. Was können wir noch bilden? Wir können Vereinigung bilden. Also wenn a eine Menge von Mengen ist, dann können wir die Vereinigung über a bilden, das ist die Menge aller x, sodass x aus klein a ist für ein kleiner aus groß a. Und das ist auch wieder eine Menge. Vielleicht machen wir da auch nochmal ein paar Beispiele zu, dass man ein bisschen besser versteht, was das Ganze bedeutet.
Ich meine, was wir eigentlich haben wollen, ist, wir wollen, wenn wir zwei Mengen haben, nennen wir die wieder A und B. Dann wollen wir haben, dass A vereinigt B wieder eine Menge ist. Wie können wir das mit dem Axiom da oben hinschreiben? A vereinigt B ist das gleiche wie die Vereinigung über die Menge, die A und B enthält. Das kann man sich kurz überlegen. Vielleicht machst du das Video mal auf Pause und rechnest das mal nach, warum das tatsächlich der Fall ist. Ich mache mal weiter. Warum ist das überhaupt eine Menge? Warum macht das Sinn? Naja, das hier haben wir gerade gesehen. Das ist eine Menge nach dem Paarmengenaxiom. Und dann können wir im nächsten Schritt das benutzen und dann bekommen wir, dass das Ganze hier eine Menge ist nach dem Vereinigungsmengenaxiom, was wir gerade da oben hingeschrieben haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur, dass diese komische Vereinigung immer wieder eine Menge ist, sondern wir haben auch, dass ganz normale Vereinigungen wie diese hier eine Menge sind. Und man kann das einfach noch weiterspielen. Ich male vielleicht einfach ein Bild dazu, dann kann man sich das auch nochmal verdeutlichen. Also wir haben hier, das ist unsere Menge A. Und das ist jetzt eine Menge von Mengen, das heißt, da sind wieder kleinere Mengen drin. So. Und hier haben wir jetzt irgendwelche Elemente. Was passiert jetzt, wenn wir die Vereinigung bilden? Naja, was die Vereinigung macht, ist, sie radiert nur diese Mengenklammern weg. Also die Vereinigung von A ist genau das, was passiert, wenn wir diese Mengen weglassen. Das heißt, die Vereinigung von A entsteht, indem wir diese vier Elemente anschauen, dann die vier Elemente aus der nächsten Menge, diese drei und diese drei, und wir tun die einfach allesamt in eine Menge rein. Das ist genau das, was die Vereinigung macht. Und das kann man sich auch hier an diesem Beispiel nochmal anschauen. Was passiert hier? Wir schauen uns diese Mengen A und B an und wir schmeißen alle ihre Elemente zusammen. Und das ist genau A vereinigt B. Also zusammengefasst, das Vereinigungsmengenaxiom sagt, dass wenn wir eine Menge von Mengen haben, dann können wir über die Elemente dieser Menge vereinigen. Und das ergibt uns dann am Ende wieder eine Menge. Okay. Das nächste Axiom, das Potenzmengenaxiom, sagt uns, wie wir immer größere Mengen bilden können. Wenn A eine Menge ist, dann ist auch die Potenzmenge von A, also die Menge aller Teilmengen, wieder eine Menge. Das heißt, wir können einfach anfangen. Wir wissen wieder, dass die leere Menge eine Menge ist. Schauen wir mal einfach, was da passiert. Wir bilden die Potenzmenge der leeren Menge. Also das ist die Menge aller x, sodass x eine Teilmenge der leeren Menge ist. Da gibt es nicht viele, aber es gibt eine, die leere Menge. Das ist eine Teilmenge von sich selbst. Das heißt, die Potenzmenge der leeren Menge ist nicht leer, sondern das ist einfach die Menge mit der leeren Menge. Die hat ein Element. Ja, ich schreibe das einfach der Deutlichkeit halber hier nochmal daneben. Also das ist eine Menge, die hat ein Element. Okay. Jetzt machen wir das einfach weiter. Jetzt bilden wir mal die Potenzmenge von der Menge mit der leeren Menge. Was ist das? Das ist die Menge aller x, sodass x eine Teilmenge ist von der Menge mit der leeren Menge. Welche Mengen gibt es da? Also erstmal die leere Menge selber ist immer eine Teilmenge. Und die Menge selbst, also die Menge mit der leeren Menge. Auch das ist eine Teilmenge. Das sind aber schon alle, das heißt, wir haben hier unsere Potenzmenge und die hat zwei Elemente. Ja, und jetzt kann man das immer so weitermachen. Wir können einfach wieder die Potenzmenge von dieser Menge bilden und so weiter und so fort. Wir bekommen immer weiter größere Mengen. Das ist auch eine schöne Übungsaufgabe. Also was ist die nächste Potenzmenge? Was ist die Potenzmenge von der Menge mit der leeren Menge und der Menge mit der leeren Menge? Und man kann diese Spielchen immer weiter so führen. Was man auch bekommt, wenn wir jetzt sozusagen einfach schon mal einen Schritt weiter gehen, man kann natürlich auch, wenn wir wissen, dass die natürlichen Zahlen eine Menge sind, kann man dann die Potenzmenge der natürlichen Zahlen bilden, man kann die Potenzmenge der reellen Zahlen bilden und so weiter. Ja, also sobald wir Mengen haben, wissen wir immer wieder, die Potenzmenge ist erneut eine Menge. Das
Letzter Axiom für dieses Video ist Extensionalität. Das sagt uns jetzt nicht, dass wir neue Mengen konstruieren können, sondern das sagt uns, wie wir sehen können, dass gegebene Mengen gleich sind. Und das heißt, zusammengefasst einfach nur, zwei Mengen sind gleich, wenn sie die gleichen Elemente haben. Also wenn A und B Mengen sind, dann gilt A gleich B, genau dann, wenn x Element A ist, genau dann, wenn x Element von B ist. Also wir sehen sozusagen zwei Mengen hier, A und B. Und um zu schauen, ob A und B gleich sind, schauen wir uns einfach die Elemente an. Und A und B sind genau dann gleich, wenn sie die gleichen Elemente haben. Ich schreibe es sicherheitshalber nochmal dazu, zur Deutlichkeit. Also zwei Mengen sind gleich, wenn sie die gleichen Elemente haben. Also das ist kein Axiom, mit dem man etwas konstruiert, sondern das ist ein Axiom, was uns was darüber aussagt, wie Mengen strukturiert sind. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir in diesem Video gemacht? Wir haben uns erst das ZFC-Axiom angeschaut, die leere Menge, Paarmengen, Vereinigungen, Potenzmengen und das Extensionalitätsaxiom. Im nächsten Video schauen wir uns weitere Axiome an, das Unendlichkeitsaxiom, Fundierung, Aussonderung und Ersetzung.